modern-day civilization, we know that. Ja, die Asus Pressekonferenz ist gerade vorbei und es gab wieder einige tolle neue Produkte zu sehen. Unter anderem das Transformer Book Qi und die Produkte wollen wir euch jetzt mal vorstellen. Ja, im Hintergrund sieht man die Masse der Journalisten, die sich heute hier auf der Pressekonferenz eingefunden hat. Da sind also einige Demogeräte zu sehen und da geht es jetzt mit Ellenbogen natürlich zu. Deshalb lassen wir das mal und wir haben uns für euch ein paar Fotos geschnappt und die Spezifikation. Und wir fangen einfach mal an. Es wurde vorgestellt das ZenBook NX 500. Das ist ein neues Core i7 Notebook. Sehr flach, Aluminiumgehäuse. Aus der ZenBook-Serie, die kennt ihr ja schon, sehr edle Aufmachung, hat auch einen IF Design Award bekommen. Das Modell ist jetzt ausgestattet mit einem NVIDIA GeForce 850M, also potente Grafik, potenter Prozessor. Eine SSD ist dabei mit PCI Express 4X Anbindung, also schnelle SSD, 2 GB Speicher, tolles neues ZenBook-Modell. Aber für mich das Highlight dieser Pressekonferenz war ein anderes Modell, nämlich das Transformer Book Qi. Transformer Book Qi ist eine neue Entwicklung aus der Transformer Book Serie, also eine abnehmbare Tastatur an einem Notebook, das man als Modell halt auch als Tablet nutzen kann. Das Transformer Book Qi ist an der dicksten Stelle im Tablet-Bereich 7,3 mm groß, das heißt sehr dünn. Ist das dünnste Tablet, was im Moment auf dem Markt ist. Und dazu lässt sich das halt auch als normales Standard-Notebook verwenden, hat auch einen Intel-Prozessor dabei. Und was steht hier noch drauf? Das Display. Das Display war mit 2560x1440 für ein Tablet natürlich auch hervorragend. Das Gerät müsst ihr euch mal angucken, das sieht wirklich sehr schön aus. Für den deutschen Markt vielleicht auch noch interessant ist das neue Transformer Book 5. Ist sicherlich nicht jedermanns Gerät, aber ist ein neues Transformer Book mit Telefon hinten dran. Und das Besondere daran, deshalb heißt es auch 5, es gibt 5 Betriebsmodi. Einmal als Notebook mit Windows und als Tablet mit Windows. Das Phone hinten drin hat natürlich Android und dementsprechend kann man das System dann auch als Android Notebook oder als Android Tablet nutzen. Also 5 verschiedene Betriebsmodi. Powerful Hardware, hier steht hier, also es ist auch wieder ein Core i7 Prozessor drin. 1 TB Harddisk und natürlich alle möglichen Features, die auch für Android 4.4 gelten. 2500 mAh Batterie bei dem Telefon, also alles, was man so braucht, ist damit drin. Sieht toll aus. Wenn man alles in einem Gerät haben will, ist das eine coole Geschichte. Vorgestellt wurde dann auch noch das neue Asus Foampad und die Mimo Pads. Also die neue Pad-Serie, auch die auf Intel-Prozessor basierend, mit 64-Bit. Und die Mimo-Pads zum Beispiel haben ein kleines Kamera-Update gekriegt auf 5 Megapixel. Das Mimo-Pad 8 ist das weltweit leichteste LTE-Tablet. Und also die könnt ihr euch auch mal angucken. Ich lasse jetzt einfach mal aufgrund der Zeit ein bisschen hinten dran und dann gibt es noch 2 kleinere Vorstellungen. Einmal den RT-AC 3200 Router, der schnellste Gigabit-Router mit 3200 Megabit pro Sekunde Übertragungsrate. Der hat ein AI-Radar genanntes System, was automatisch die Reichweite optimiert. Und dann gab es noch den ProArt-Monitor, der PA328Q, das ist ein 4K-Monitor, der alle möglichen Schnittstellen hat, die man braucht, DisplayPort, Mini-DisplayPort, HDMI, HDMI 1.4, ein USB-Hub ist drin,
Das Schöne daran ist, es soll ein Display sein, was eine extrem gute Farbabdeckung hat, also 100% sRGB. Demnach auch sicherlich in Bereichen zu nutzen, die das Ganze professionell betreiben wollen. Picture-in-Picture kann er und so weiter und so fort. Red Dot Design Award hat er gewonnen. Also sicherlich ein schicker Monitor. Das war's im Großen und Ganzen. Nein. Ein portabler AIO steht hier noch drauf. Den gibt's auch noch. Also viele Sachen vorgestellt. Für mich das Highlight ist zum einen das Zenbook, das wirklich toll aussieht. Und zum anderen dann halt das Transformer Book Chi als wirklich super flaches Gerät, was man toll mitnehmen kann und in Tablet verwenden kann. Coole Geräte, wir werden die sicherlich auch testen. Und in den News zu der Asus-Pressekonferenz könnt ihr die Spezifikationen und Fotos ja nochmal nachlesen.